Hey Leute und willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Heute dreht sich natürlich bei Star Citizen alles um den PTU-Patch Alpha 2.4, der jetzt veröffentlicht wurde. Das heißt, da darf man jetzt die Inhalte streamen und zeigen, und wir wollen euch jetzt zeigen, wie man denn jetzt die neue Mechanik mit dem Geldverdienen wirklich benutzen kann. Die Alpha UEC sind jetzt im Spiel. Im vorherigen Video habe ich euch ja gezeigt, dass ich da noch aktuell pleite bin und gerne was einkaufen möchte. Und jetzt werde ich das Ganze mit euch mal machen und mal gucken, wie kann man auf die einfachste Art und Weise hier jetzt sein Geld verdienen. Denkt daran, es ist noch PTU, das heißt, es wird hin und wieder mal zu Rucklern kommen, es wird hin und wieder mal zu kleinen Verschiebungen kommen, und ich werde das ein oder andere Mal schneiden müssen, um euch das ordentlich zu zeigen. Aber ich steige jetzt mal gleich in meine Saber und werde mir mal anschauen, dass ich ein bisschen Geld verdienen kann. Vorher gucke ich aber mal aufs Mobiglas, da habe ich hier den Mission Scheduler offen. Habe jetzt einfach mal alle Com-Array-Missionen hier angewählt, und außerdem sieht man, dass ein Public Enemy da ist. Ich werde also mal gucken, ob ich mir den gleich vorknüpfe oder ob es erstmal ein Com-Array ist, und werde euch dann also mal ein bisschen ruhig führen. Ihr seht unten im Mobiglas also hier vor allem den Reward, das heißt, das ist das, was ausgezahlt wird. Ist jetzt nicht sonderlich dolle, muss man zugeben, für einen Public Enemy 500 UEC. Das wird sich nie richtig lohnen. Ich glaube, da nehme ich erstmal mit den Piraten auf. 1050 kriegt man immerhin für ein Array, was man repariert. Aber denkt auch daran, ihr müsst jetzt kalkulieren, dass wenn ihr Schäden am Schiff habt, dass diese dann auch repariert werden müssen. Das meldet ihr jetzt kostenpflichtig bei CryAstro tun werden. Also von daher würde ich sagen, wir steigen jetzt mal hier ein und legen mal los mit der Mission. Auf, die Piraten kommen. Na komm schon. So, das war's. Haha, der erste Schwung ist hin. Dann werden wir uns jetzt mal auf den Weg zu Comrade machen. Es sieht nicht schlimm aus. Ich glaube, so viel Schaden habe ich nicht genommen. Allerdings sind Raketen verbraucht worden. Das muss man jetzt alles kalkulieren in Zukunft. Aber dafür bin ich ja hier, und dementsprechend werde ich jetzt mal dieses Comrade mir vorknüpfen und übernehmen. So, da ist das Terminal. Und los geht's. So, und das ist es. Man sieht oben, die Mission ist completed. Ich habe meinen Award bekommen. Das Com-Array geht wieder an. Das heißt, ich bekomme hier meine Belohnung, mein Geld. Das schauen wir doch gleich nochmal an. Ja, sind auch schon mal ein paar mehr Credits, als es vorher noch waren. Und dementsprechend werde ich mir jetzt mal ein bisschen hier die Kohle verdienen. Ist sicherlich eine der einfachsten Arten, jetzt ein bisschen Geld zu verdienen. Hinter einem anderen Spieler hinterherhocken für 500 Credits. Ja, kann man machen, wenn man das gerne möchte. Aber wenn ihr erstmal ein bisschen so Geld verdienen wollt, dann ist das auf jeden Fall eine Variante.
Denkt auch daran, dass ihr in jedem Fall Geld verdienen könnt, indem ihr noch nach Jela fliegt. Das werde ich auch nochmal machen. Da ein paar Sachen aus den Wracks birgt. Das ist auf jeden Fall eine gute Variante, um auch da ein bisschen an Flüssiges zu kommen, damit ihr das Geld dann wiederum in eure Gegenstände und eure Ausrüstungsgegenstände, in eure Waffen, in eure Rüstungen und Schluss und letztendlich irgendwann auch in eure Schiffe investieren könnt. Außerdem sei noch gesagt, dass während ich mich jetzt gleich hier dem nächsten Comrade zuwende, um ein bisschen Geld zu verdienen, diese Credits sind Alpha-Credits, das heißt, sie werden von Zeit zu Zeit irgendwann gewiped werden. Das heißt, es wird irgendwann dort zu dem Punkt kommen, dass man eben auf einmal nichts mehr auf dem Konto hat und alle Gegenstände weg sind. Das gehört mit zum Balancing-Prozess, damit müssen wir erstmal leben. Aber bis dahin ist es jetzt schon mal eine sehr, sehr schöne Sache. Ihr seht schon, ich habe noch ein paar Comlinks vor mir, bevor ich dann irgendwann richtig einkaufen gehen kann. Aber das ist ja auch der Sinn der Sache. Das Ganze wird ja immerhin jetzt auch gespeichert, dank der Persistenz. Das bedeutet, hier geht jetzt nichts mehr verloren. Bis zur PDU zumindest. Also wenn der Live-Patch kommt, werde ich wieder von vorne anfangen dürfen. Aber dafür weiß ich dann schon, wie es geht. Und ihr jetzt hoffentlich auch. In diesem Sinne, viel Spaß beim weiteren Gucken. Bleibt dran an den Let's Plays und an unseren Videos zur Alpha 2.4. Abonniert unseren Channel, wenn ihr insgesamt zu Star Citizen up to date bleiben wollt. Kommentiert die Episode, liked oder disliked sie. Und schließlich, wenn ihr uns für unsere Arbeit hier, was wir mit Star Citizen machen, unterstützen wollt, uns als YouTube-Creator, dann geht doch mal auf unser Patreon-Profil. Das würde uns sehr freuen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und see you on the flight deck. See you.